Heute schauen wir uns ein sehr schönes Fliegenfischrevier an. Leider kein sehr günstiges, aber ein wirklich sehr schönes. Und zwar die Salza, das Revier Gschöder in der Steiermark. Hier beim Bärenbach endet das Revier und geht flussaufwärts einige Kilometer. Das schauen wir uns jetzt an. Wenn euch unser Video gefällt, dann abonniert bitte unseren Kanal. Beim unteren Revierende gibt es gleich einen Parkplatz beim Bärenwagel-Lahn-Tunnel. Und eine Brücke, unter der zurzeit sehr schöne Forellen und Eschen stehen. In der Salza gibt es Eschen, Bachforellen, Regenbogenforellen und Koppen. Die Salza ist ein schönes Revier zum Fliegenfischen. Sehr schönes, sehr klares Wasser. Es gibt an der Salza auch ruhigere Strecken. Generell ist heuer relativ wenig Wasser für diese Jahreszeit. Jetzt sind wir bei der Gschödermündung. Hier mündet die Gschöder in die Salza. Wir sind jetzt am oberen Revierende angelangt. Die Schweigertalbrücke. Und hier endet das Revier. Das Revier Salza Gschöder erstreckt sich von der Prestschenik-Gause bis 200 Meter unterhalb der Bärenbachbrücke. Unmittelbar oberhalb liegt der Salzer Stausee bei Wechselboden. Der gehört aber nicht mehr zum Revier. Kennen Sie eigentlich schon unser Angelportal
www.angel-urlaub.at. Hier findet man unter anderem gut recherchierte Informationen zu Angelrevieren in Österreich. Mit Detailinformationen, Bilder, Pläne, Ausgabestellen und mehr. Selbstverständlich auch Gewässer zum Fliegenfischen. Und selbstverständlich findet man hier auch Informationen zum Revier Salzburg-Schröder, welches wir in diesem Video vorgestellt haben.